Recht herzlich willkommen zur 30. Folge von Simotrans. Ja, der Fehler, der da ist, oder was auch kein Fehler ist, aber der, das, was man übersehen hat, liegt darin, dass wir hier am Markt, also der Bauernhof produziert Vieh und Milch und der Markt, wie man hier sieht, hat kein Vieh, sondern der hat nur die Milch hier, die er haben möchte. Das ist unser Problem, ganz einfach. Der Bauernhof braucht definitiv kein Vieh zu transportieren bzw. wegzugeben, sondern er muss, sag schon, Milch rüberbringen. Und da gehen wir mal gerade hier hin und schicken als erstes das Schiff los. Habe ich schon mal geguckt, gibt's auch. Das wäre das dann. Das brauchen wir dann ja nur auf den Fahrplan setzen, MS-Vieh. Und starten das. Dann fährt das schon mal los. Und dann können wir alle anderen Sachen machen. Als erstes würde ich mal sagen, gehen wir auf die Linie. Schiff war da. MSV benennen wir um. MS Milch. Und das Viehschiff schicken wir zum Depot. Das kann wieder zurück. Das passt dann. Und dann müssten wir noch. Warte mal, da können wir hier einen Doppelklick machen, dann kommen wir da hin, ne? In die Ecke, genau. Dann müssen wir hier den Wagen suchen, der, beziehungsweise wir den Wagen nicht, sondern wir brauchen ja hier nur drauf gehen. Details. Hafenmarkt, das müsste diese Linie sein und die ist mit dem Viehtransporter auch wiederum verbandelt. Und der kann auch zum Depot. Der ist zum Glück auch gerade beim Markt in der Nähe, da ist das Depot ja auch um die Ecke, da können wir gleich hinklicken. gehen da hin und holen uns da einen Milchtransporter. Milch, Milch, Milch. Da ist die Milch. Ne, das war Mehl, knapp daneben ist auch vorbei. Da ist die Milch, das ist der. Ja, und der kann dann auf dem Fahrplan drauf Döbelnhafen Marktplatz und könnte starten und der braucht aber, ja, den lassen wir starten, den können wir dann wegmachen, ist die Frage, ob wir den Viehtransporter noch brauchen, ach, lassen wir drin, ist erstmal egal. So, hier fährt der jetzt dahin. Es ist nur interessant, ob die Linie Döbelnwaldweg. Ja, da müssen wir hin. Nee, Linie ändern, da müssen wir hin, wenn. Da müssen wir in diese Richtung 100% soll er am Hafen laden. Ist ja nur der drauf, ne? Allerdings hat da irgendwelche Probleme mit dem Dingens, mit sag schon, dass die Bushaltestelle, ne? Die wird dann blockiert, glaube, ne? Müssen wir beobachten. So, jetzt, würde ich sagen, rüber zu dem Anleger, beziehungsweise hierhin. Haben wir schon den weggeschickt? Nein. Der muss noch zum Depot. Dann gehen wir wieder zum Depot hin und holen uns da auch einen Milchwagen. Und der kommt auf die Linie. Wüsste ich jetzt gerne, wie die heißt, ne? Döbelnrader Zöberer Markt, Döbelnhafen Markt. Ah, hier müssen wir noch gleich was dran ändern. Aber starten wir erstmal. Sollte funktionieren. Da haben wir wohl ein Problem mit der Großschreibtaste gehabt, ne, oder? Hof, Hafen. Wahrscheinlich aus Versehen drauf gedruckt. Döbeln, Hof, Hafen. Und die Linie ist hier, denke ich,
Bauernhof 100% passt. So, jetzt sollte der da hinfahren und die Milch dann da fließen lassen. Beziehungsweise sollte sie abholen. Und die liegt jetzt hier auch schon, ne? Da sind schon 130 Kubikmeter. So, er fährt zum Depot, ist dann weg. Können wir dann auch ausmustern. Beziehungsweise erstmal von der Straße nehmen. Vielleicht gibt das mit dem Vieh, kommt das mit dem Vieh ja nochmal irgendwann, ne? So, hier ist jetzt nix. Aber er wird dann da gleich hin transportieren. Geosvieh-Transporter hat das Depot erreicht. Ja, okay, das kennen wir schon. Gut. Das ist das. Nee, noch da oben wollte ich hin. Da müssen wir mal hier gucken. Was läuft denn hier so? Hier läuft nichts, sehe ich gerade. Da haben wir schon einen Riesenstau. Und der Stau liegt hier. Und warum? Weil er hier unbedingt freie Strecke haben will, ne? Was ist das für ein Zug? Bedient Linie Granulat. Granulat haben wir da. Linie ändern. Altenau, Marvelinbrick, Riedenburg, Raffinerie, Betriebshof. Das bedeutet, wo muss da der Halt reingebaut werden? Altenau Maschinenfabrik ist da oben. Ich glaube, ist ziemlich egal, wo der einfügen. Machen wir mal so, ne? Und Hardexen und Anhängen müssen wir es auch noch. So. Fertig. Fertig. Haben wir vielleicht nochmal rein, ne? Ach nee, da ist er ja schon. Einmal Fahrplan auf und zu und dann sollte er jetzt fahren. War das nicht so? Ach so. Mhm. Jetzt sollte er fahren. So, dann ist der Stau weg, oder? Einmal kurz hier reingeguckt. Weil der da steht, ne? So, der ist da, der fährt nach. Und der fährt dann auch durch. Na, jetzt fährt er noch da, aber ist ja auch egal, passt schon. Die Granulatlinie musste hier auch durch, ne? Warte mal, der ist ja beladen. Ne, dann sollten wir ihm vielleicht dieses Ziel nochmal geben. Dann fährt er da nochmal hin. Weil der kann ja weiter nach da fahren. Das wäre Blödsinn, wenn er jetzt zurückfährt. Gut, hier oben ist noch keine Milch angekommen. Aber kurz davor. Und hier läuft's jetzt, oder? Der ist durch, der fährt jetzt auch. Okay, der ist gerade angekommen, der fährt weiter. Ja, geht, oder? Schlecht gelaufen zuerst, jetzt läuft's aber. Auf jeden Fall sieht das so aus. Der zweite fährt da auch rein. Achso, der wartet auf freie Strecke wahrscheinlich da oben. Er hat schon geladen. Wo kommt denn hier das nächste Signal? Da, okay, lass mal so. Jetzt fährt er vor ihm, hat sich vorgedrängt. Naja, okay. Er fährt hier rein. Mhm. Kurz beobachten, ob das jetzt hier noch klappt. Nicht, dass sowas falsch läuft. Hat auch geladen. Wartet auf freie Strecke, okay. Und er wartet auch auf freie Strecke, ne? Mal schauen. Oh. Der Tankzug, der hat jetzt keine Vorfahrt mehr. Traurig, aber wahr.
So, jetzt aber, oder? Da kommt als letztes raus, der Tankzug könnte auch noch sein. Der ist am Signal vorbei da oben. Und er darf als letztes fahren. Ist ja gemein, ne? Mal einmal schneller kurz, dann sehen wir das auch. Jetzt fährt der Tankzug erst. Nein, noch nicht mal, jetzt fährt er hier erst. Aber der ist ja gar nicht voll, wieso fährt er dann? Ach, der hat was anderes hinten drin liegen, das könnte auch sein, ne? Ja, Tankzug. Jetzt darfst du als letztes, wirklich letztes fahren. So, okay. Die Linie ist hier wieder frei geworden. Sieht das hier unten eigentlich aus? Okay. Da fährt auch einer, da auch. Hier geht's auch noch lang. Ausweiche. Sieht alles gut aus. Hier liegen auch reichlich Kohle. Halden. 10 Tonnen für das Kohlekraftwerk Rostock da hinten, okay. Und wo war hier links noch ein Abzweig? Da, aber das ist hier vorne sofort. Was gibt's hier? Mineralöl. Ölfeld, okay. Gut. Ist auch genug da. Wie viel liegt hier? 64 Kubikmeter, okay. Das wird vielleicht nicht unbedingt ein Zug voll sein, aber läuft. Die kriegen was. Hier liegt auch einiges an Erz und Kohle. Oh, gibt's den nächsten Stau? Stahl. Wo steht's hier denn? Welcher Zug ist das, der hier nicht durchfährt? Wartet auf Freistrecke, okay. Doppelklick gehabt, oh, ja. Das ist Altenau Maschinenfahrziel. Keine Linie hat er. Das ist schlecht. Welche Linie? Altenau Maschinenfabrik. Wo fährt er denn jetzt hin? Altenau Kohlemine. Hardexen. Alte Kohlekraftwerk. Hardexen Südostwald. Wo ist das überall, bitteschön? Kann ich das so anklicken? Da will er hin. Dann muss... Kann ich hier rüberrutschen? Ja. Chemiewerk muss da zwischen dann auf jeden Fall. Und dann sollte er da hinfahren. Das macht er jetzt auch. Aber jetzt müssten wir erstmal schnell gucken... Was ist seine Linie, die er eigentlich fährt, ne? Zug haben wir. Na, das ist es nicht, das auch nicht. Alte Kohlemine, Betriebshof, Hardexen Südostwald, Hardexen altes Kohlekraftwerk, Hardexen Südostwald. Dieses hier ist es, ne, oder? Sollen wir mal da reingucken? Alte Kohlemine. Kohlekraftwerk. Ne, das ist Südostwald. Das sieht, obwohl ist auch dran, ne? Hm. Ne, die Linie ist das nicht. Die auch nicht, die auch nicht. Schrott. Stahl und das ist Stück gut.
Tja. Weiß ich jetzt auch nicht. Das ist eine Einzellinie, die wir aus Versehen da geändert haben. Neue Linie. Linie 26, lass erstmal weiterfahren. Und nochmal das aufrufen. Jetzt kann ich den... Neue Linie war die 26. Gucken wir mal, wo das alle ist, ne? Flotor, Schmiedehafen ist überfüllt. Okay. So, wo ist das? Das ist die Kohlemine, genau. Dann fährt er wohin? Aha. Dann fährt er wohin? Da vorbei. Da fährt er dann auch vorbei. Und da fährt er ein. Und dann wieder nach oben. Das wäre ja das Kohlekraftwerk, ne? Das ist die Linie fürs Kohlekraftwerk. Kohlemine. Ja, Kohlekraftwerk. Also da wollen wir noch so zwei Strichlein zwischen machen vielleicht, ne? Oder eins. Passt. So, sollte funktionieren, oder? Wo steht der jetzt? Hm. Ach so, doch, der ist hier lang gefahren und darum. Aber warum weiß auch keiner, ne? Eigentlich sollte der unten rumfahren. Naja, ist halt so. Gut. Mal schauen, wie das läuft. So. Hier ist flüssiges Lebensmittel schon mal da, die Milch. Jetzt müssen wir mal gucken, wo das Schifflein bleibt, ne? Ist das schon da? Glaub nicht, ne? Ich glaube, der einfache Weg ist über die Milchlinie hier. Der ist da. Oh, das dauert noch, bis der kommt. Ist aber nicht schlimm. Der muss da ganz unten noch rum, okay. So, wie ist das andere? Er fährt noch, voll geladen wahrscheinlich, ne? Ja, 36 Kubikmeter, alles gut. Läuft. Milch kommt da an. Steht der andere hier und macht einen Stau jetzt. Genauso sieht's aus. Ne, da müssen wir da nochmal reinklicken. Machen gerade den Fahrplan, lassen ihn einmal zum Markt fahren. Vielleicht normalisiert sich das da Ganze dann. Der Bus ist natürlich jetzt hier voll, ne? Klar. Okay, aber ich würde mal sagen, für die Runde soll es dann erst reichen. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Bis dann. Tschüss.